Hey Leute, ich bin Max Oberüber und ich werde euch heute die besten Idiotentestfragen stellen und ihr könnt sie dann euren Freunden zeigen, um zu gucken, ob eure Freunde Idioten sind oder nicht. Ich wünsche euch ganz viel Spaß und bis gleich. Als kurze Info, am Freitag um 18 Uhr kommt ein neuer Idiotentest online und ihr könnt mir gerne in die Kommentare schreiben, entweder Idiotentest-Fragen, die ihr noch kennt, oder irgendwelche andere coolen Fragen, die ich den Leuten stellen kann, wie zum Beispiel, worauf stehen Jungs bei Mädchen? Was würden Mädchen machen, wenn sie einen Tag ein Junge wären oder solche Fragen? Und falls ihr den letzten Idiotentest noch nicht gesehen habt, den ich auf der Straße gemacht habe, guckt ihn euch auf jeden Fall nach dem Video an. Der ist unglaublich gut angekommen, deswegen mache ich am Freitag wieder einen und jetzt die Fragen. Viel Spaß mit der ersten Frage. Okay, du kommst in ein Haus mit einem Aufzug. Im ersten Stock befindet sich ein Bäcker, im zweiten Stock ein Zahnarzt und im dritten Stock eine Prostituierte. Welcher Knopf im Aufzug wird am häufigsten gedrückt? So, ihr habt jetzt kurz 3 Sekunden Zeit. 3, 2, 1, 0. Und die Lösung ist nicht die Prostituierte und auch nicht die anderen, sondern das Erdgeschoss wird am meisten gedrückt, weil alle ja irgendwann wieder runter müssen. Kommen wir zur nächsten Frage. Ein Bauer hat 11 Schafe. Alle außer 9 werden getötet. Das heißt, wie viele Schafe gibt's noch? 3, 2, 1, 0. Es gibt noch 9 Schafe, weil alle außer 9 getötet werden. Das heißt, 9 werden nicht getötet und die meisten denken halt, ja, die müssen jetzt 11 minus 9 rechnen und dann kommt 2 raus, aber das ist leider falsch. So, die nächste Frage ist, wenn du bei einem Marathon mitläufst und den zweiten überholst, welcher Platz bist du dann? 3, 2, 1. Du bist dann nicht der Erste, sondern der Zweite, weil der Erste ist hier, der Zweite ist hier und du bist der Dritte. Und wenn du jetzt den Zweiten überholst, dann bist du an seiner Stelle, also bist du der Zweite. So, und jetzt passend zur Frage davor, wenn du bei einem Rennen mitmachst und den letzten überholst, welcher Platz bist du dann? 3, 2, 1, 0. So, und die Antwort ist nicht, dass du Vorletzter bist oder auch nicht Letzter, sondern du kannst den Letzten gar nicht überholen, weil der Letzte einfach der Letzte ist. Da geht's einfach nicht. Und wenn du jetzt, sagen wir mal, ja, man muss die Frage richtig formulieren, weil beim Marathon würde es nicht gehen, aber wenn du jetzt immer im Kreis läufst und Erster bist, dann könntest du ja theoretisch den Letzten überholen, aber so ist die Frage ja nicht gemeint. So, die nächste Frage ist, wie viele Tiere nahm Moses mit auf die Arche? Entweder alle, entweder 2 von jeder Tierart oder keine. 3. 2, 1, 0. Die Antwort ist keine, weil Moses nicht die Tiere mitnahm, sondern Noah die Tiere mitnahm. Das heißt, es wäre falsch, je nachdem, was ihr beantwortet hättet. Vielleicht wäre es auch richtig. Die nächste Frage ist, welcher Berg der höchste war vor der Entdeckung des Mount Everest? 3, 2, 1, 0. Also, vor der Entdeckung des Mount Everest war der größte Berg der Mount Everest. Und das liegt daran, dass er ja nicht dadurch kleiner wird oder so. Er war einfach nur noch nicht entdeckt und deshalb ist er trotzdem der größte Berg. So, die nächste Frage ist, wenn ich jetzt eine Halbglatze besitze, diese 10.000 Haare hat, dann hat eine Glatze wie viel Haare? 3, 2, 1, 0. Eine Glatze hat dann 0 Haare, weil eine Glatze immer 0 Haare hat und die meisten teilen das dann dadurch, weil sie hören halb und 10.000 und halb sind 5.000 und ja, aber eine Glatze hat keine Haare. Das kann ich euch versichern. So, wenn du jetzt noch dran bist, dann schreib mal in die Kommentare Hashtag Idiotentest, gib einen Daumen nach oben, damit ich weiß, wer noch dran ist und sich die Leute wundern. Weiter geht's mit der nächsten Frage, du Idiot, du. So, und jetzt kommen wir zur Tricky-Frage, die bisher jeder falsch beantwortet hat. Ich habe 10 Finger, ja? Wie viele Finger haben 10 Hände? 3, 2, 1, 0. Die meiste Antwort, die ich bisher gehört habe und eigentlich auch die einzige Antwort, sind 100 Finger. Aber es ist nicht so. Ich habe jetzt zwar 10 Finger und wenn ich jetzt sage, wie viele Finger haben 10 Hände, dann denken die Leute 10 mal 10. Aber das stimmt nicht, weil ich zwar 10 Finger habe, aber an einer Hand sind 5 Finger. Das heißt, 10 Hände haben 50 Finger. Das heißt, 10 mal 5. Ne? Versteht ihr, was ich meine? So, kommen wir zur nächsten Frage. Heißt es der, die oder das gerade Kurve? 3, 2, 1, 0. Ja, es heißt nichts von allem, weil es keine gerade Kurve gibt. Es sei denn, nee. So, das waren jetzt die Idiotentest-Fragen. Schreibt mir gerne unten in die Kommentare, was ihr richtig beantwortet habt und was nicht. Und auch Fragen für einen Idiotentest, falls ihr noch weitere kennt. Und auch generell Fragen, die ich auf der Straße Leuten stellen kann, die ganz cool sein könnten im Video. Falls ihr noch nicht abonniert habt, macht das jetzt. Aktiviert die Glocke, damit ihr nichts mehr verpasst. Wie gesagt, 18 Uhr Freitag einschalten, um den Idiotentest zu sehen. Und jetzt könnt ihr den anderen noch gucken. Und bis Freitag 18 Uhr. Tschüss, danke fürs Zusehen und euren Support. Ciao.